Wer fährt denn die? Mein Drexler habe ich auch schon diskutiert. Daher ist sicherlich von Vorteil, diese Online-Lösung zu nutzen. Auch in den Augen unserer Kunden und Kunden. Ich wollte noch kurz was sagen zu dem Thema reifenmontierter Sensor für Nutzfahrzeuge. Wer sagt, der Marktanteil ist ja so gering. Den meisten von Ihnen wird bekannt sein, dass es grundsätzlich zwei Reifendruckkontrollsysteme gibt. Das direkt messende mit dem Sensor im Rad verbaut und das zweite, das indirekt messende System auf Basis der ABS- und ESP-Sensoren. Wir müssen in dieser Betrachtungsweise beim Sensorvolumen natürlich nur vom direkt messenden System ausgehen. Und wenn wir eben da diese Zahlen entsprechend miteinander kombinieren, kommen wir auf ein theoretisches Marktvolumen von 4 Millionen Sensoren, die heute über Neufahrzeuge in den Markt kommen. Die Abschätzung 2015 ist dann dahingehend ein bisschen einfacher, weil wir hier keine Anlaufphase, wir haben auch die Fahrzeuge, die am 1.1. mehr oder weniger in den Markt kommen, haben Reifendruckkontrolle. Wir profitieren natürlich von der grundsätzlich hohen Abdeckung, die wir hier anbieten können. Der zweite ganz wichtige Punkt ist den Sensor im verbauten Rad, ob er jetzt programmiert oder unprogrammiert ist. Ich kann ihn im Nachhinein immer nochmals umprogrammieren, beziehungsweise wenn er unprogrammiert wäre, programmieren. Und von der mechanischen Seite her, den meisten auch bekannt, vor allem die Metallschraubventillösung, mit dem flexiblen Winkel, 12 bis 40 Grad Einstellwinkel, passt diese Kombination dann auch in einigermaßen exotische Räder rein. Wir haben nach wie vor eine Online-Anbindung. Das bedeutet natürlich auch, dass die programmierten Sensoren in den Rädern immer noch lückenlos rückverfolgbar sind. Und das ist gerade im Industriebereich natürlich ein ganz interessantes Thema. Wir haben aufgrund der Nachfrage, die über die letzten Jahre grundsätzlich kam, ein Retrofit-Kit zusammengestellt. Der Reifenhändler kann das Ersatzteil selbst programmieren, generieren und es ist kein geschlossenes System, wie es in den letzten Jahren von vielen, muss auch dazu sagen, asiatischen Wettbewerbern sicher bekannt ist. Hier haben wir einfach eine breitere Lösung. Eine Eigenkontrolle, die wird in der Form immer vernachlässigt und führt halt einfach zu höherem Verschleiß. Und heute setzen wir wichtige Maßstäbe in Umwelttechnologien und da ist das eine Mindestanforderung. Also die Zukunft hat schon begonnen. Was der Unterschied zwischen einem Originalsensor und einem Easy-Sensor? Ein Originalsensor wird im Prinzip aufgrund der Anforderungen von einem Fahrzeughersteller speziell genau für diesen Fahrzeughersteller entwickelt. Die Problemstellung, die Werkstätten müssen zu jeder Zeit in ausreichender Stückzahl den richtigen Sensor für das jeweilige Fahrzeug zur Verfügung haben. Das bedeutet bei Ihnen hohe Investitionskosten. Das ist ein Risiko von hohen Standzeiten, sollten Sie mal nicht den passenden Sensor parat haben. Unser Easy-Sensor ist ein programmierbarer Sensor, dem kann man sich vorstellen wie eine leere CD. Und mit einem CD-Brenner, das sind die sogenannten Handheld-Tools, mit solchen Geräten kann man dann den Easy-Sensor entsprechend dem Fahrzeug programmieren. Und vielleicht noch ganz wichtig für Sie, die Lebensdauer von so einem Easy-Sensor beträgt 10 Jahre oder 160.000 Kilometer. Dann noch zur Abdeckung, okay, wir garantieren, dass Sie mit unserem Sensor in Zukunft die höchste Abdeckung haben aller Sensoren am Markt. Wir garantieren die Datensicherheit, wir haben eine ausgereifte Datenbank, dort kann man dann auch Fahrzeug suchen nach HSN und TSN-Nummer und die Datenbank spuckt dann aus, welcher Originalsensor dort verbaut ist und wird auch angeben, mit welchem Ersatzsensor Sie den ersetzen können und mit welchem Tool Sie das programmieren können. Also es ist etwas Neues und wir sehen, dass ganz viele Lösungen im RDKS-Bereich ja vorhanden sind, sowohl im Pkw- als Lkw-Bereich. Also von daher denke ich, nach einer kleinen Einführungszeit wird das dann relativ problemlos laufen. Die Reifendruckkontrollsysteme sind eine sehr große Chance für den Reifenfachhandel, speziell auch im Autoservice-Bereich, ein zusätzliches Business aufzubauen, zusätzliche Mehrwertpakete auch den Endkunden zur Verfügung zu stellen. Wir haben immer direktmessende Systeme gebaut, weil nur mit einem direktmessenden System können wir Sicherheit darstellen und auch Bequemheit. Wir bevorzugen natürlich OE-Lieferant, OE-Sensoren. Weil ein OE-Sensor ist ideal für das Auto. Da ist kein Übersetzungsproblem, kein Problem mit Passung auf die Felge, kein Programmiergerät oder Zeit nötig. Und Standardwerkzeuge, bei uns ist es nur ein Drehmomentschlüssel. Und ihr habt keine Reklamation. Weil wir haben alle Tests schon gemacht, der Sensor wird funktionieren in das Auto.
OE ist natürlich problematisch, weil Sie brauchen, das war es, 150 oder mehr Sensoren. Ihr habt heute im 18 Zoll Bereich 112 Dimensionen nur von Michelin. Wer hat die im Lager? Keiner. Wichtig ist natürlich ein Lieferant. Ja? Oder Information. Wir haben jetzt schon eine Website, einfach eintragen. Unser Universalsensor wird gezeigt, unser OE-Sensor wird gezeigt und das OE-Nummer der Hersteller. Ja. Dann die Frage, passt ein Sensor? Weil viele Sensoren im Markt passen heutzutage nicht auf eine Felge. Sehr stolz, Huf passt fast immer. Für die Vertragswerkstatt ist es einfach. Audi hat 3 Sensoren, BMW 3, Porsche 3. Die haben auch keinen Aufwand. Ja. Ihr seid aber universell, das heißt, ihr habt, wir nennen das mehr als 100, Modelle braucht ihr irgendwo im Lager oder bei eurem Lieferant. Wir können das Gesetz nicht ändern. Wir wollen es auch nicht. Das ist für uns sehr gut, diese EDKS-Geschichte. Aber wir können es einfacher machen. Zum Beispiel unsere Sensoren ersetzen mit einem Universalsensor. Und bei uns heißt er Intelligence, intelligenter Sensor. Warum? Wir haben ein bisschen alles von jedem Anbieter genommen. Wir haben ein bisschen Programmieren genommen, wir haben ein bisschen vorprogrammiert genommen und insgesamt haben wir einen Sensor, der in 3 Sekunden komplett konfiguriert ist. Das ist der schnellste Sensor im Markt. Und das macht man heutzutage mit das gleiche Gerät, das man heute schon gekauft hat oder morgen kaufen wird. Wir brauchen keine speziellen Werkzeuge. Es ist einerseits jetzt gesetzlich beschlossen, das wird umgesetzt und es hat, denke ich, unbeschreibbare Vorteile einfach bezüglich der Haltbarkeit des Reifens. Es wird sicher weniger Pannen, weniger Ausfälle geben und ich denke auch, dass es unterm Strich für den Kunden trotz aller Mehrkosten einen Vorteil bietet. Wir nutzen, und das war der große Unterschied zu meinen Vorrednern, und da ist der große Unterschied, wir nutzen die sogenannte Inside-the-Tire-Technologie, das heißt, statt Ventil auf der Felge kleben wir den Sensor in den Reifen ein. Ein ganz wichtiger Punkt, darauf weise ich immer hin, ist die Unterscheidung zwischen dem Thema Ready-Sensor, der Idee, dem Konzept und der Hardware. Die Software-Idee hinter dem Ready-Sensor, die heißt vorprogrammiert. Wir werden anbieten 3 Varianten, 3 Sensoren-Varianten. Wir werden anbieten einen Spezialkleber, um dann diesen Sensor auf die Innenlauffläche des Reifens aufzukleben. Wir haben ein Anpresswerkzeug und die Firma Rema Tiptop oder Stahlgruppe wird sich freuen, wir empfehlen den Liquid Buffer, um den Reifen kurz zu reinigen, vorzureinigen. Das ist das ganze Produktkonzept. Vorprogrammiert heißt für uns Reduzierung der Einbauzeit, heißt für uns kein spezifisches Service-Tool. Alle diese Tools können OE-Sensoren, entsprechend können sie auch unseren Sensor. So einfach ist die Formel, wenn ich den OE-Sensor beherrsche, beherrsche ich auch den Ready-Sensor. Und last but not least nochmal die Argumente für Inside-Detail, Montage im Reifen, Reduzierung der Einbauzeit aus unserer Sicht, Komplexitätsreduzierung, Fehleranfälligkeit, Sensor ist geschützt und wir haben kein Problem mit dem Design einer Felge. Die spannende Frage, die habe ich bisher kaum Antworten drauf gehört, das ist ja nachher Sondermüll. Nehmen Sie das dann zurück? Wie ist das zu handhaben? Wer kommt da für die Kosten auf? Okay, wir haben einen Sensor und so wie Sie sagen, ja, ich denke, es ist Sondermüll. Bei uns ist eine Nickel-Cadmium-Batterie drin. Der Entsorgungsweg ist natürlich der in solchen Fällen üblich vorgeschlagen wird. Aber damit hat sich auch sicherlich das EU-Parlament auseinandergesetzt. Natürlich ist das Thema Batterien ein Thema, das man ernst nehmen muss. Das ist keine Frage. Hier werden Lithium-Batterien verbaut. Nur die Energie ist nun mal notwendig, um das System aufrechtzuerhalten. Die nächste Frage ist, geht es in Richtung handwerkliche Tätigkeit, wenn Sie einkleben am Produkt oder wie sehen Sie das? Wir haben das getestet in zwei Gruppen, ausgebildete Leute, die wir vorher geschult haben, Leute, die den Klebeprozess nicht gezeigt bekommen haben. Wir haben denen die Tools in die Hand gedrückt und die haben intuitiv diesen Klebeprozess durchgeführt. Es geht mir um den Containereinbau. Das ist für mich eine Fremdbearbeitung des Reifens. Gibt es da bei der Gewährleistung eventuell Probleme und Einwände der Reifenhersteller? Wir reinigen die Fläche, wir schaben nicht am Reifen, wir reinigen die Fläche mit dem Liquid Buffer und kleben auf. Kein Einfluss auf Garantie, auf Produkthaftung, auf sonstige Themen. Ja, die neue RDKS-Pflicht wird mit Sicherheit den Reifenmarkt bewegen. Es wird wichtig sein, sich darauf vorzubereiten
um dann halt auch in Zukunft noch Geschäfte machen zu können. Und der, der das nicht macht, der wird es wahrscheinlich in kurzer Zeit bereuen. Teilweise sind Leute, die sehen die Chance nicht. Und teilweise ist das Gleiche. Die Leute sehen die Chance, werden auch da gute Arbeit machen können, Kompetenz zeigen, natürlich auch etwas verdienen. Und ich sehe das richtig als eine große Chance für die Reifenindustrie. Sie wissen ja, dass Alligator Sensi seit einigen Jahren jetzt unterwegs ist im Bereich PKW, RDKS-Systeme. Und wir haben uns natürlich auch parallel dazu Gedanken gemacht, was wäre denn die adäquate Lösung für den Nutzfahrzeugbereich. Im RDKS-Bereich haben wir oftmals den Zustand, dass wir mit oft wechselnden Fahrern zu tun haben, dass wir im Stadtbusbereich oder im Entsorgungsbereich keinerlei Zuordnung Fahrer-Fahrzeug haben. Deshalb war unser Ansatz von vornherein, ein Reifenmanagementsystem zu kreieren mit einer integrierten automatischen Reifendruck- und Temperaturkontrolle. Der Hintergrund ist, nicht nur Druck und Temperatur zu messen, sondern eine Systemplattform zu liefern, die der Flotte, den Servicebetreiber oder denjenigen, der das Fahrzeug verwaltet, wartungstechnisch, eine Möglichkeit zu geben, eine komplette Plattform zu haben, softwaregestützt, über eine Web-App, auf die er jederzeit von überall her zugreifen kann, um die Reifendaten einzusehen und den Zustand des Fahrzeuges zu ermitteln. Der wichtige Punkt ist der Sensor. Größtes Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf den PKW-Sensor. Er braucht eine größere und eine andere Batterie, weil das Temperaturspektrum im LKW-Einsatz ein anderes ist wie im PKW-Bereich. Und er braucht eine deutlich höhere Sendeleistung. Entscheidender Punkt ist aber, wie kriege ich den Sensor jetzt in das Rad? Sie haben pro Raddurchmesser einen Gurt und mit diesem Gurt und einem im Gurt noch variablen Verstellbereich von 150 mm und mit dem Gurt können Sie eigentlich in einer Radgröße den Sensor problemlos befestigen. Der Sensor ist in einer Tasche drin, das den Sensor schützt vor Rost, vor Montagefluids, vor Spritzern der Montagemaste. Ich denke mal, das System ist genial einfach oder einfach genial. Und ich denke, das ist ein System, das von der Leistungsfähigkeit eher den Ansprüchen der professionellen Transportindustrie entspricht, wie ein reines RDKS, wo ich die Information und die Entscheidung, was, wie ich wann tue, dem Fahrer überlasse. Ich zeige Ihnen heute, wie wir mit den Führungskräften arbeiten und ich sehe jeden Einzelnen von uns als Führungskraft seiner selbst. Drei Leitfragen, die ich mit Ihnen beantworten möchte. Was ist eigentlich Gesundheit? Wieso ist es für Menschen in Unternehmen relevant? Was hat es mit Führungskraft zu tun? Die normale Leistungskurve heißt, bis mittags steigt sie an. Nach dem Essen, dieses Suppenkoma haben wir gerade jetzt, ne? Und so bis 16 Uhr steigt es dann wieder leicht an, aber nicht mehr so hoch wie am Mittag und gegen Abend fällt es ab. Der ultradiane Rhythmus, damit Sie wissen, wovon ich spreche, besagt nicht mehr und nicht weniger, als dass unser Organismus alle 90 bis 120 Minuten 10 Minuten Pause macht. Was wir allerdings im Alltag tun, wir machen nicht die Pause, sondern dann, wenn die Pause notwendig scheint, pushen wir uns und setzen nochmal eins drauf. Kennen Sie jemanden in Ihrem Unternehmen, wo Sie sagen würden, der ist gesund? Wie sieht denn ein gesunder Mensch aus? Ganz normal, dass die Gruppe jetzt schweigt, passiert immer, weil wir uns in der Regel damit nicht beschäftigen. Wir beschäftigen uns erst damit, wenn der Organismus, dieses biologische System, Symptome macht. Ich möchte mit Ihnen sprechen über die Frage, wie macht man denn Gesundheit? Und ich habe drei Antworten für Sie mitgebracht. Die erste von einem Herrn Antonovsky, Sozialforscher, Israel, und er hat Menschen untersucht und eine Antwort auf seine Fragen steht hier. Die haben so etwas wie die Fähigkeit, sich anbietende Ressourcen der Gesunderhaltung jetzt im Moment nutzen zu können. Die sehen das Gute jetzt im Moment und können es nutzen. Man nennt es Kohärenzsinn, Sense of Coherence. Wie macht man eigentlich Gesundheit? Herr Csikszentmihalyi wollte herausfinden, wann Menschen sagen, sie sind glücklich.
gesund, vital. Und ein Ergebnis seiner Forschungen ist hier. Entscheidend ist der Bereich, wo Anforderung und Fähigkeit bestmöglich zusammenpassen. Dass wir, und dann kommt dieser Begriff, uns im Flow befinden. Ja, wie macht man Gesundheit? Dritte Antwort auf die Frage von einem Herrn, wieder unaussprechlich, Grossart Maticek, Heidelberg. Er nennt es die sogenannten gesundheitsbildenden Werte. Wenn wir diese Werte, die da stehen werden, gleich schöpfen können in unserem Kontext, in unserem Leben und ausreichend Zeit zur Erholung haben, dann entsteht dieses Gefühl von Gesundheit und Wohlbefinden. Und jetzt können wir zusammenfassen, ich behaupte, unser Organismus funktioniert nicht falsch. Er ist ein biologisches System und innerhalb der Kontextbedingungen reguliert dieses System. Eigentlich so ähnlich wie dieses Reifendruck-Dings. Die hier in dem Haus sind ja extrem gesund, das kann ich Ihnen sagen. Haben Sie den Innenhof gesehen? Da ist Yin und Yang auf dem Boden. Es ist geerdet. Aber gehen Sie mal da rein, da ist es wirklich ruhig. Ich hoffe nicht nur deswegen, weil da keiner hingeht, sondern es ist gut gemacht, ich war da. Es ist ein Raum, da könnte ich mich zurückziehen. Die Frage ist, gestehe ich mir das zu? Oder noch viel interessanter, aber so weit will ich jetzt gerade gar nicht gehen, darf man das überhaupt? Oder sagen dann die anderen, schau mal, die haben nichts zu arbeiten da unten. Wenn so jemand kommen sollte und sagt, hey, was machen Sie da unten? Vielleicht auf einer Bank sitzen, geschlossene Augen, ja? Dann haben Sie jetzt eine kompetente wissenschaftliche Antwort. Da kommt einer und fragt, na, schläfst du vielleicht? Dann sagen Sie, nein, ich synchronisiere gerade meinen ultradianen Rhythmus. Okay, wichtige Antwort, aufschreiben, kommt extrem kompetent.